Ich heiße Tim, ich bin 25 Jahre alt und arbeite bei Weimar als technischer Koordinator. Ich habe Maschinenbau dual an der DHBW Stuttgart studiert und danach meine Masterarbeit hier bei der Firma Weimar geschrieben und bin jetzt schon seit 2 Jahren hier. Hi, mein Name ist Alexander, ich bin 27 Jahre alt und arbeite als Project Manager bei Weimar Maschinenbau. Ich habe 2020 hier als Betriebselektroniker begonnen und habe anschließend mich dazu entschieden, mein duales Studium im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen zu beginnen. Am dualen Studium hat mir wirklich gut gefallen, dass es die Abwechslung gab zwischen Theorie und Praxis. Das bedeutet, in der Theorie habe ich mich wirklich immer gefreut, wieder in die Firma zu kommen und das praktisch umzusetzen, was man gelernt hat. Und in der Firma habe ich mich dann wieder gefreut, die Zusammenhänge in der Theorie zu verstehen und da tiefer zu forschen, wie das alles zusammenhängt. Was für mich am meisten raussticht am dualen Studium ist, dass man normalerweise direkt von der Firma übernommen wird, weil man schon alle Abläufe kennt im Unternehmen, was sowohl für einen selber als auch für die Firma ein riesen Vorteil ist, weil man dann direkt reinstarten kann ins Berufsleben. Der größte Vorteil bei der Weimar war für mich, dass ich meine Ideen und meine Vorschläge, die ich in der Hochschule gelernt habe, direkt einbringen konnte. Durch die flachen Hierarchien konnte ich mit den Vorgesetzten auf Augenhöhe interagieren und direkte Gespräche suchen. Das Gehalt während dem dualen Studium ist natürlich auch immer gut. Das Coole an Weimar ist, dass es ein etablierter Mittelstand ist. Das bedeutet, man hat viel Abwechslung im Unternehmen. Man kann in viele verschiedene Abteilungen reinschauen und hat dadurch ja auch die Möglichkeit, viel selber zu gestalten. Man hat viel Freiräume und es gefällt mir. Highlight meines dualen Studiums war der Auslandsaufenthalt in South Carolina in den USA in unserer Niederlassung und die weitere Geschäftsreise nach Indien. Dadurch habe ich mich nicht nur, sage ich mal, geschäftlich weitergebildet, sondern auch persönlich einfach durch die kulturellen Einflüsse und Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe. Wer Bock hat, nicht nur Präsentationen zu bauen, sondern vor allem auch Maschinen, der ist hier bei Weimar genau richtig.